Hallo miteinander, herzlich willkommen bei RBBQ. Ihr kennt den Spruch oder den Fakt, alles schmeckt besser mit Bacon. Also alles wird runder und feiner mit Speck. Jetzt haben wir nicht immer Lust auf Speck vom Schwein. Und darum habe ich euch heute eine Alternative zum Schweinespeck. Wir machen Beef Bacon. Wie das funktioniert, ob das schmeckt, zeige ich euch gerne in dem Video. Viel Spass! Für den Beef Bacon nehmen wir heute vom Rindfleisch ein Federstück. Das Federstück ohne Knochen. Also früher haben wir dem auch Südfleisch Grossmutterart gesagt. Ist wunderschön durchzogen, genau das, was es braucht für Speck. Es darf ein bisschen Fett haben. Seht ihr, da sind die Rippen drauf. Also dort wären die Knochen der Rippen. Und Marmorierung einzigartig, perfekt. Als erstes machen wir uns unsere Brine, also unsere Salzlake. Für das gibt es einen Esslöffel Salz, einen Esslöffel Barbecue Rub, der auch ein bisschen Salz drin hat. Und darauf zwei Esslöffel Rohrzucker. Das Ganze kurz durchgerührt. Und dann ist unsere Dry Brine fertig. Mein Federstück tue ich jetzt in einen Vakuumbeutel und dann kommt der Dry Rub zum Fleisch dazu. Die ganze Mischung schön auf dem Fleisch verteilt. Dann wird das vakuumiert. So, das Päckchen kommt jetzt für 7 Tage in den Kühlschrank. Jeden Tag tue ich es einmal umdrehen, damit sich die Säfte schön rundum gleichmäßig verteilen. Und nächste Woche geht es weiter. Zack! Und 7 Tage sind vergangen. Und mein Beef Bacon habe ich jetzt aus dem Kühlschrank genommen. Jetzt schauen wir mal genau, was da passiert ist in diesen 7 Tagen. Brine in den Salzlaken. Und dann würde ich sagen, ab an den Smoker und Speck machen. Also wie ihr seht, hat sie in diesem Päckchen relativ viel Saft gegeben. Also das ist Fleischsaft, der Salz rausgezogen hat, Zucker, der sich verflüssigt hat. Das Stückchen Fleisch fühlt sich auch ganz anders an, also es ist viel härter geworden. Den Saft tue ich jetzt ablehren in einen Topf rein. Und jetzt müssen wir das gut wässern, weil sonst wäre es zu salzig, also wirklich Salz abwaschen. Dann kann ich das gut trocknen. Ich verkabel es mit meinem Mieterthermometer. Der Smoker ist vorgeheizt, 125 Grad und Abfahrt. Das ist jetzt meine Grafik vom Mieter. Das Fleisch hat knappe 2 Stunden gedauert. Und nach knapp 2 Stunden Smoken sieht mein Beef Bacon herrlich gesmoked aus. Es schmeckt in der ganzen Küche. Die Mieternadel kann ich entfernen. Und jetzt wickle ich den Bacon noch in Alufolie wickeln und lade sicher so eine halbe Stunde noch rüber, damit sich das Ganze wieder ein bisschen beruhigen kann. Die Zeit ist abgelaufen. Ich kann mein Päckchen auspacken. Er glänzt. Es schmeckt. Das kann ich mir jetzt mal anschneiden in schön feine Tranchen. Und da trieft der Saft noch so richtig oben. Bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Ich werde jetzt gerade erfahren. Beef Bacon, selber gemacht. Mal schauen, ob das so schmeckt. Jetzt ist es natürlich noch lauwarm. Also, hast ein bisschen Rauch. Es ist immer noch sehr salzig, also ich müsste es noch mehr wässern. So ist das aber fein zum Essen. Was macht man mit Speck? Richtig, mit guten Bröteln.
Gussisserpfanne ist schön vorgeheizt auf dem Gasgrill, Seitenkocher. Meine Beef Bacon Tranche kann ich hier auflegen und tue mir jetzt das von rundum von allen Seiten schön knusprig anbraten. Also jetzt habe ich meinen Beef Bacon noch knusprig angebrötelt. Macht das einen Unterschied? Ganz interessant. Jetzt hast du das Knusprige, das geschmolzene Rinderfett, das Geschmack abgibt. Und vor allem Salz ist ein bisschen weg. Also es ist nicht mehr so salzig, wie wenn du es so probierst. Oh! Beef Bacon, selber gemacht. Mal einen Versuch wert, als Alternative zum Schweinespeck. Ich habe was zum Snacken und wünsche euch eine schöne Woche. Danke vielmals fürs Zuschauen. RBBQ, bis nächste Woche und tschüss. Also Beef Bacon selber machen, gar nicht schwierig. Unser Resultat spricht für sich, hervorragend, wirklich eine tolle Alternative zum Schweinespeck. Und denkt daran, alles wird besser mit Bacon. Danke vielmals fürs Zuschauen, bis nächste Woche, RBBQ und tschüss.